Mein Format 5 Uhren, die aussehen, wie kennt ihr ja mittlerweile. Heute geht es um 5 Uhren deutscher Hersteller, die eine gewisse Ähnlichkeit zur Rolex Submariner haben und allesamt weniger als 1000 Euro kosten. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Falls du mich unterstützen möchtest und mehr interessante Uhren sehen möchtest, dann kannst du das tun, indem du meinen Kanal abonnierst. Ich habe unten in die Beschreibung einen Link gepackt und auch unter dem Video gibt es einen kleinen Button. Ich zeige euch das hier im Bild. Wenn du da drauf klickst, dann kommst du auf die Abo-Seite und kannst meinen Kanal abonnieren. Kostet nichts, tut nicht weh, du wirst nur über neue Videos von mir informiert und verpasst keines meiner zukünftigen Videos mehr. Die Regeln für dieses Video sind, glaube ich, mittlerweile bekannt. 5 Uhren. Die Uhren sollen eine gewisse Ähnlichkeit zur Rolex Submariner haben und jeder dieser Hersteller kommt nur einmal vor. Ich habe die Uhren ohne eine bestimmte Reihenfolge aufgenommen. Die nächste Uhr, die ich euch zeige, ist die Dugena mit der Modellnummer 446-0512 und sie ist zurzeit bei Amazon im Angebot für 219 Euro. Auch diese Uhr wird angetrieben von einem Miyota 8215, hat einen Durchmesser von 40 mm und ist damit sehr, sehr nah an dem originalen Vorbild, hat eine Bandanstoßbreite von 20 mm und ist ebenfalls bis 100 Meter wasserdicht. Die Uhr hat auf der Vorderseite ein Mineralglas mit Datumslupe und wiegt mit dem Band 136 Gramm. Bei dieser Uhr würde ich sagen, ich würde sie mir gegebenenfalls kaufen für einen Urlaub, wenn ich eine Uhr brauche, die ich stark belasten möchte und wo mich ein Verlust gegebenenfalls nicht zu sehr schmerzt, die mir aber trotzdem am Handgelenk gefallen kann. Und die Dugena ist so eine Uhr. Mit 219 Euro kann man, glaube ich, nicht allzu viel falsch machen. Einen Link habe ich euch auch für diese Uhr in die Videobeschreibung gepackt. Dugena ist ein deutscher Hersteller. Selbstverständlich bei einem Preis von 219 Euro kann man nicht erwarten, dass alles in Deutschland gefertigt ist und aus deutscher Produktion kommt. Aber die Firma ist in Deutschland, sie steht dahinter und man hat einen Ansprechpartner in Deutschland wie diese Uhr. Und das würde mir bei dem Preis schon durchaus reichen, um diese Uhr für mich gegebenenfalls auch interessant zu machen. Bei Uhren mit Preisen, die man sich etwas leichter leisten kann und einer Marke aus Deutschland, ist Steinhardt natürlich immer einer der üblichen Verdächtigen und deshalb habe ich auch in dieser Auswahl eine Steinhardt aufgenommen. Es handelt sich um die Steinhardt Ocean 39 GMT2 mit der blau-roten Keramiklünette. Die Uhr kostet aktuell 640 Euro und ist mit einem Durchmesser von 39 mm auf der eher kleineren Seite. Ich finde aber, für eine Uhr mit diesem Designvorbild darf eine Uhr auch nicht allzu groß sein, weil dann passten die Proportionen und auch das Gesamterscheinungsbild nicht mehr, denn immerhin lautet das Video ja Uhren im Design einer Rolex Submariner bzw. hier einer Rolex GMT. Zu groß sollte es wie gesagt nicht sein. Die Uhr wird angetrieben durch ein Sellita SW330 Elaboré, hat eine Gesamthöhe von 13 mm, einen Bandanstoß von 20 mm und wiegt mit Band 170 Gramm. Die Uhr ist bis 300 Meter wasserdicht und die Leuchtmasse ist die BGW9. Das Band, und das finde ich erwähnenswert, weil das auch sich am Original orientiert und auch für den Tragekomfort nach meinem persönlichen Empfinden sehr, sehr zuträglich ist, verjüngt sich von 20 mm an der Uhr auf 16 mm an der Schließe. Steinhardt ist eine Marke, die ziemlich spaltet. Einige sagen, das ist ein Copy-King, der nur Kopien zeigt. Das stimmt nicht. Wer auf die Webseite schaut, wird sehen, dass Steinhardt auch einige eigene Designs und Modelle hat. Andere sagen, man bekommt wirklich gute Uhren zu einem fairen Preis. Das ist auch meine persönliche Erfahrung. Ich persönlich habe mich von meinen Steinhardt-Uhren eigentlich nur deshalb getrennt, weil sie mir entweder zu groß geworden sind mit 45 mm oder aber die Gehäuseform auf meinem Arm sich nicht richtig wohlfühlt. Wenn ich mir die Uhr anschaue,
dann könnt ihr das sehen und ich zeige das auch nochmal. Es ist eine relativ flache Gehäuseform mit relativ geraden Hörnern. Anders als bei der Rolex Submariner, wo die Gehäuseform etwas abgerundet ist. Bei mir hat sich die Uhr am Arm nicht gut angefühlt, aber das ist keine Qualitätsaussage, sondern nur ein subjektives Trageempfinden, was bei jedem anders sein kann. Qualitätsmäßig würde ich eine Steinhardt immer wieder kaufen, hätte da überhaupt keine Bedenken. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass Steinhardt mit der Ocean-Serie sowohl größere Uhren als auch kleinere Uhren hat und auch insbesondere jetzt sehr viele Damenuhren ins Modell aufgenommen hat mit wirklich interessanten Farbvarianten. Also wer eine Uhr zu einem Preis um die 500-600 Euro sucht, die qualitativ durchaus den Preis wert ist, vielleicht sogar qualitativ besser ist, als der Preis aussagt, und ein etwas ausgefalleneres Farbspiel sucht, für den kann die Steinhardt-Seite sehr, sehr interessant sein und ich lege sie euch wirklich ans Herz und habe überhaupt keine Bedenken, bei dieser Uhr zu stöbern und sie auch zu kaufen, sofern sie sich denn an meinem Arm etwas wohler fühlen würde. Die nächste Uhr, die ich euch zeigen möchte, ist die Marcello C Nettuno 3 mit der Referenznummer 2028.2. Die Uhr kommt in der klassischen Größe von 40 mm im Durchmesser, 20 mm im Bandanstoß und hat eine Wasserdichtigkeit von 300 Meter. Die Uhr wird angetrieben durch ein ETA 2824 in der Elaboré-Version und hat auf der Vorderseite ein Saphir-Kristallglas, ein Saphirglas mit einer Datumslupe. Die Lünette ist aus Keramik und die Gesamthöhe der Uhr, und das ist schon ein klein bisschen viel, finde ich, für eine Uhr dieser Größe, beträgt 13,8 mm. Das ist schon für diese Uhr, finde ich, ein kleiner Brocken am Handgelenk. Die Zeiger und die Indizes sind belegt mit Super Luminova C3, sollten also, wenn ausreichend Leuchtmasse verwendet wurde, gut und lange andauernd leuchten. Die Uhr kostet aktuell 838 €. Wenn ich mal kurz auf mein iPad schaue, um mir die Uhr anzuschauen, die Uhr ist in gewisser Weise eigenständig, denn sowohl der Minutenzeiger als auch ein klein wenig die Form des Stundenzeigers, obwohl Mercedes-Zeiger, hat er doch eine etwas andere Form und eine andere Zusammensetzung, andere Proportion, und auch die Indizes mit der Zweiteilung. Die Uhr ist eigenständig. Mich persönlich, das muss ich gestehen, spricht sie nicht hundertprozentig an, aber von der Qualität her kann man bei Marcello C davon ausgehen, dass man eine wirklich gute Qualität bekommt, einen guten Service und die Uhr auch lange hält und man lange Freude dran hat. Und wenn man genau drauf schaut, ist man auch nicht zu nah am Original, auch wenn sich natürlich einige Elemente in keinster Weise leugnen lassen, ansonsten wäre die Uhr ja auch nicht in meine heutige Auswahl gekommen. Meine letzte Uhr in meiner heutigen Auswahl ist die Mark & Sons mit der Referenznummer, und das muss ich jetzt echt ablesen, MSG-007-1SJ mit der blau-schwarzen GMT-Lünette, also auch hier wieder eher eine Anleihe an die Rolex GMT als an die Submariner, aber das grundsätzliche Design ist natürlich sehr, sehr ähnlich. Die Uhr wird angetrieben von einem ETA 2893-2. Die Leuchtmasse ist BGW 9 und die Lünette ist aus Keramik. Die Uhr ist, und das ist in diesem Test die wasserdichteste Uhr, wasserdicht bis 50 ATM, was 500 Meter entspricht, hat 41 mm im Durchmesser, liegt also ziemlich genau im Mittelfeld, hat einen Bandanstoß von 22 mm, auch hier fällt die Uhr etwas aus dem Rahmen. Die anderen Uhren hatten alle 20 mm, was ich bei einer Uhr von 40 mm persönlich als harmonischer empfinde. Man kann es hier sehen, dass der Bandanstoß die Uhr doch ziemlich dominiert. Manche mögen das, ich persönlich mag das nicht ganz so gerne. Die Uhr ist 12,95 mm dick und wiegt 187 Gramm. Was ich an dieser Uhr sehr mag,
das sind die Zeiger. Nicht unbedingt, weil ich die Zeigerform mag, sondern weil hier ganz bewusst etwas anderes gemacht wird als bei anderen Uhren, die bewusst in Richtung Rolex Submariner oder Rolex GMT Stil gehen. Man erkennt ganz klar, wo die Uhr herkommt, erkennt ganz klar, welchen Stil sie zitiert, aber durch die Zeiger ist sie unverkennbar eigenständig und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mag auch das Band sehr an der Uhr, habe es selbst noch nicht am Arm gehabt, könnte mir aber vorstellen, dass es sich sehr angenehm trägt. Mark & Sons ist eine Marke, die bisher unter dem Radar fliegt. Ich habe ausgesprochen Positives über diese Marke gehört, eigentlich nichts Negatives und ich bin sicher, dass ich mich mit dieser Marke in der näheren Zukunft auch einmal genauer und intensiver beschäftigen werde. Ja, vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt, dass ihr euch mein Video angeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Abo da, schreibt Kommentare rein, schreibt mir, was ihr als nächstes sehen möchtet in meiner 5-Uhren-Serie. Und ich schaue mal, ob ich das realisieren kann und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal meinen Kanal besucht. Bis dahin, tschüss, euer Axel.